Die Maiwiesen 2012 ist vorbei, die letzten Feiergäste sind nach Hause gegangen. Wie sind Sie denn zufrieden mit der Burghauser Maiwiesen? Ja, für uns ist alles nach Plan gelaufen. Es war wunderbar. Wir hatten sehr viele Gäste. Wir hatten auch viele Fremde heuer durch die Landesausstellung. Und es war wirklich eine schöne Stimmung und wir sind alle sehr zufrieden, muss man wirklich sagen. Vom Schausteller über alle. Also ganz toll. Wie war es so im Vergleich, die Besucherzahlen zum letzten Jahr zum Beispiel? Also wir konnten es, glaube ich, ganz leicht überbieten, trotz am Anfang des schlechten Wetters, also was ja erstaunlich ist. Aber wir haben scheinbar schon wirklich so ganz gute Gäste, die sich einfach nicht abbringen lassen und dann jedes Jahr wiederkommen, egal wie das Wetter ist. Können Sie da genaue Zahlen nennen schon? Genaue Zahlen kann ich noch nicht nennen. Wir machen erst gerade alle unsere Abschlüsse, aber wir sind wirklich alle sehr zufrieden. Gab es auch irgendwie kleinere Pannen oder was nicht so funktioniert hat, was man vielleicht im nächsten Jahr dann ändern könnte? Nein, also heuer hat man wirklich toi 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 eine pannenfreie Maiwiesen. Wir haben auch scheinbar ganz wenig kleine Rankeleien am Rande gehabt, also keine großen Schlägereien und so. Und das ist natürlich für uns das Allererfreulichste. Wie sind die Fahrgeschäfte angekommen? Es waren ja auch ein paar Neuigkeiten dabei bei den Besuchern. Wie war da das Feedback? Ja, hier hatten wir auch ein sehr gutes Feedback, weil wir hier eben Fahrgeschäfte mit dem Kettenkarussell dabei hatten, die einfach mal abgegangen sind. Und da haben sich die Leute gefreut, dass für diese Kinder in zwischen 8 und 10 einfach einmal wieder was dabei war und sind ganz begeistert gewesen.